Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Ich habe endlich einen Wingman. Endlich. Ich weiß, für viele ist es schon alter Hut, aber für mich nicht. Nein. Endlich habe ich einen Wingman. Ich bin gespannt. Das ist ja eine ganz andere Dynamik. Oh mein Gott. Das ist ja eine ganz andere Dynamik dahinter. Das ist das Warm-Up. Ich wollte gerade eben sagen, warum ist denn sein Mate eben respawned? Alles klar. Gut, wir warten mal ab, was geschieht. Ich habe mir direkt am Anfang, als die Info kam, hey, Wingman ist jetzt im Overwatch, habe ich mir direkt vorgestellt, ah, okay, dann habe ich jetzt auch bald ein paar Wingmans drin. Aber das ist echt das erste Mal, dass ich Wingman im OWW habe. Also, legen wir los. Okay, komm schon. Oh, Ding zu Ende jetzt bitte, Warm-Up. Hallo, hallo. Ihr macht ja eh nichts gescheit, das hat Dackel drum. Dip, dip, dip. So. Das Match ist gestartet. Er ist auf Kargreef. Bumm, weg ist da. Also. Warum steht er da jetzt rum? Sein Mate rastet schon voll aus. Ist er da gerade hochgebunnyhoppt? Nee, ne? Okay. Ich kann mir schon gut vorstellen, warum er... Ah, jetzt ist er da. Okay, sein Mate hat beide geklatscht. Send the Bob. Er hat jetzt noch nicht allzu viel gemacht. Der Suspekt, der Suspekt. Vielleicht, weil er AFK ist. Sag bloß, ich habe jetzt so einen langweiligen AFK-Fall. Die erste Runde war schon echt fies. Er steht jetzt auch dumm rum. Ja, gut, er kauft. Aber, ja. Wir warten mal und gucken, ob sich das noch weiter ausbaut, diese Inaktivität. Er bleibt auf jeden Fall hinten stehen. Der Mate geht voll in die Action. Er hilft ihm nicht. Wow. Der erste Headshot sah schon irgendwie krass aus, der zweite war dann wiederum in Ordnung, man hat ihn da dann um die Ecke kommen sehen, er war auch da gecallt, beziehungsweise er wusste, dass er da steht, weil der Mate da gekillt wurde von dieser Richtung. Der Mate rennt jedes Mal vor, direkt. Ich mache mal kurz ein bisschen langsamer, viele von euch wünschen sich, dass ich das öfter mache, andere sagen, mach's nicht. Ich mach's jetzt einfach mal, dieser Kill war jetzt langsam, der nächste werden wir wieder, da hat man eben gesehen. Okay. Also, der Shot eben war machbar vorhin. Wie gesagt, der allererste Scout-Headshot war schon nice. War schon ziemlich krass, aber das geht auf jeden Fall in Ordnung. Oh no, dude. Er kommt mit der Bombe in der Hand um die Ecke. Das ist natürlich bitter. Wow. Also, ich könnte ihm bis jetzt nur Grief drücken. Weil er in der ersten Runde rumgestanden ist. Ich weiß einfach nicht, wie weit da die Schmerzgrenze so geht. Also, was würdet ihr sagen? Würdet ihr sagen, dass wenn jemand in der ersten Runde AFK ist im Wingman, dass er dann Grief bekommen sollte? Eigentlich schon. Ich meine, Grief ist anti-competitive und anti-social und er hält das Spiel auf. Es ist nicht kompetitiv, weil er sein Mate alleine lässt. Gut, das war irgendwie klar. Man hat den Run und den Sprung gehört. Das war bescheuert von dem Lamp. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Lamp ein Low-Spieler ist, dass er jetzt meint, oh, der cheatet. Der hat mich durch die Smoke getroffen. Dabei hat man ihn mehr oder weniger komplett gesehen. Ja, er steht wieder rum. Glaubt ihr, er entscheidet sich ganz, ganz lange, was er kauft? Oder ist er einfach nur retarded und muss halt so lange irgendwie... Oh, hinter dir, no! Also ich denke, ich drücke ihm einfach mal einen Grief, weil er sehr, sehr langsam ist, beziehungsweise weil er sicherlich oder scheinbar nicht auf die Calls von seinem Mate eingeht. Ja, das kann ich von hier nicht hören. Aber ja, die zwei, drei Male AFK rumgestanden sollten eigentlich reichen. Man sollte einfach wissen, dass wenn man... Wow. Also das sah gerade eben so ein bisschen gelockt aus dann im Laufen. Man sollte wissen, wenn man einen Wingman beziehungsweise Matchmaking macht, was ja... Also Wingman ist ja eigentlich auch Match... Also Matchmaking heißt ja eigentlich... Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein Match, das man macht. Zwei Teams und es ist, das muss man zu Ende spielen. Das ist ja an sich ein Matchmaking. Das hat eigentlich nichts mit der Spieleranzahl zu tun. Wenn man sich auf so ein Spiel einlässt, dann blockt er den Kollegen, dann muss einem klar sein, dass ich jetzt für dieses Spiel da bin. Ich kann nicht einfach da weggehen. Ja, ein Fußballspieler sagt auch nicht während der WM, ich kann jetzt gerade nicht. Meine Mutter ruft, ich muss essen gehen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja. Ich meine, deswegen sagt man ja, das ist auch einer der Gründe, warum eigentlich diese Altersgeschichte überhaupt da ist. Weil Kinder sowas natürlich nicht so ernst nehmen, beziehungsweise es nicht einsehen oder es nicht verstehen. Wow, die Headshots gehen echt übel rein. Dass man bei sowas eben am Ball bleiben muss. Man geht diese Verpflichtung mehr oder weniger ein, das Spiel zu spielen. Wenn man das nicht möchte, dann sollte man kein Matchmaking, sondern eben Casual spielen. Was? Das war's schon. Um Gottes Willen. Ich drücke ihm jetzt einen Grief. Das nicht und das auch nicht. Bei Aim Assist bin ich mir nicht so sicher. Deswegen kann ich ihm auch nichts drücken. Aber ich vermute da schon was, weil das...
Oder er ist halt einfach saugut, aber dafür war, obwohl Grief hat da nichts mit dem Skill zu tun. Ich bin mir zu unsicher da, leider. Ich glaube, dass hier schon was im Busch war, weil er einmal wirklich stark mitgezogen ist, während er und der Gegner in Bewegung waren. War wirklich sehr genau auf dem Kopf drauf. So was kann man auch ohne Cheats machen und die Shots waren alle auch machbar. Aber, naja, es ist schwierig. Ich habe jetzt gerade vorhin die Gameplays aufgenommen für die Podcasts oder für einen Podcast, für den neuesten. Und das nehme ich ja am Stück auf. Und da habe ich vor allem auf dieser Map, auf wie heißt sie? Saint-Irgendwas, Saint-Marc, glaube ich. Saint-Marc. Hey, da habe ich ein paar Shots gemacht, das war Wahnsinn. Mit AWP eingekillt und dann kommt, glaube ich, direkt Autosniper oder umgekehrt und sofort einen weggeflickt. Ich habe ihn nur vermutet und einen Fitzel gesehen, war sofort drauf, es sah aus wie Aimbot und war mit auf seinem Kopf. Also, es gibt solche Shots. Das darf man nie vergessen bei einem Overwatch, solche Shots gibt's. Deswegen bin ich mir da jetzt eher unsicher. Aber Grief drücke ich ihm jetzt, weil er am Anfang AFK stand. Vielleicht war es das auch schon. Kann sein, weil gerade im Wingman ist es sehr, sehr bitter, wenn dann ein Mate, also die Hälfte des Teams, nicht mitmacht. Gut, soweit, so gut, optimal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.